Ein wunderschönen, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge American Truck Simulator. Genau, wir haben vorige Folge LKW gekauft, ohne Garage erstmal, und müssen jetzt in dieser Folge noch Mitarbeiter kaufen vom Sklavenmarkt. Wo ist denn der Mitarbeiterhändler? Da unten. Fahrer einstellen. Gucken wir mal, was wir so für menschliches Material haben. Ich sag's, wie es ist. Also, optisch ist schon mal nichts Ansprechendes dabei. Der hat zumindest einmal Fernfahrer. Gehen wir nach Sympathie. Also der sieht schon mal arg sympathisch aus. Let's go. Na, heute gucken wir nur auf äußere Werte. So, er hat schon mal direkt Asia-Vorteil, so Asia-Bonus. So. Doch. Er wirkt auch wie so ein typisches Arbeitstier. Er sieht auch super sympathisch. Oh, wir nehmen den auf jeden Fall. Der sieht sehr sympathisch aus. Und er hat Fernfahrer. Also da kann man nicht viel falsch machen. So. Also, guck mal, er sieht auch sympathisch aus, hat auch Fernfahrer. Let's go. So, was haben wir denn noch so? Wir sind eigentlich doch voll auf die Frauenquote. Wir haben jetzt 4 Männer eingestellt. Das, ich glaube, tatsächlich gerade unsere gesamte Frauenquote. Wir müssen irgendwie mal eine Frau einstellen. Komm hier, let's go. Nehmen wir einfach mal sie. Bam. So, dann haben wir noch 130k. Und nicht schlecht. 56 LKWs. Alter Schwede. Das ist schon ordentlich. So, wie sieht es aus mit Schlafen? Müssen wir, glaube ich, nicht wirklich. Getankt haben wir auch gerade erst. Sieht also eigentlich alles gut aus. Würde ich jetzt mal so sagen. Was ist das für eine komische Skulptur? Oh. Sieht nach Regen aus. Nee, wir müssen weder tanken noch schlafen. Okay, na dann. Was spielt denn so der Weltmarkt aktuell? Dynamit. Ja, nee, ist klar. Holy shit. Wenn wir hier suchen, auch Dynamit. Sehr gut. Die Frage ist, ich würde jetzt schon noch mal eine große Mission machen. Ob wir denn nicht doch lieber erstmal so gucken und dann einfach per Schnellreise dahin fahren, wo wir gebraucht werden, hier zum Beispiel. Wieder von Texas. Ich würde gerne mal da oben irgendwie lang fahren. Gibt es denn da was? Ja, ist mir auch zu weit hier unten im Norden. Westen. Das ist alles das, was ich suche. Oh. Nitrocellulose. Damit. Na, guck mal. Sind aber nur 100k. Ja, das ist ja eine relativ kurze Strecke. Aber zumindest mal wieder hier um bei ein paar Gebieten. Also, das kann man schon mal merken. 101 Dalmatiner. Also, die Strecke nur noch kürzer. Bringt es also auch nicht mal so viel. Nö, dann nehmen wir doch hier das mit den, das hier. Da bin ich ein bisschen voll dafür. Jo. Dann machen wir das. So, das war jetzt nee, wo war das? Fick die Hände. Riverton. Noch nie gehört. So, das war in Wyoming da.
Schnellreise steht schon wieder 2000 Euro, Alter. Das ist ja fast 2% der gesamten Missions, des gesamten Missionsertrags geht allein für die Schnellreise drauf. Bitte. Auch wenn ich es immer noch ein bisschen fragwürdig finde, dass während der Schnellreise keine Zeit vergeht. Ich meine, klar, ne, war natürlich, wenn man es damals exploited hat, dass man immer Schnellreisen gemacht hat und derzeit immer viel Zeit vergangen ist, damit man passiv extrem viel Geld eingenommen hat. Da brauchst du nur 10 Mal Schnellreise machen und schon warst du 1 Million Euro reicher. Klar, von da aus, ne? Aber auf der anderen Seite, dass bei der Schnellreise halt keine Zeit vergeht, ist halt auch ein bisschen unnatürlich, sag ich mal. Aber gucken wir, wie weit wir jetzt noch fahren müssen. Auch 1 Meile. Let's go. Da muss ich die Ausfahrt, darf die Ausfahrt. Straße ist frei, sehr gut. Und rot, natürlich rot. Was auch sonst. So, habe ich erstmal die Musik einschalten. Hey. Deine Schuld. Ruhe. Aber auf einmal komme ich mir vor wie in Indien. Schon wieder das Gebiet. Schon wieder genau das gleiche Gebiet. Ist doch nicht wahr. Dieses Gebiet mag uns. Ja, glaub ich glaube, das ist immer, wenn man irgendwelche Dynamitsachen annimmt, das ist immer so ein Gebiet hier. Dann müssen wir wieder rückwärts hier rein dengeln. Natürlich steht hier schon wieder ein Auflieger. Sehr nicht nett. Ja, ich war noch da. Der Gabelstapler. Ah, das ist gut aus. Ah, diese Nebelwände hier mal, ja. Das war zu weit. Bleh. So ist besser.
So. Wow, ist aber rot hier. Holy shit. Das ist ja nicht mal wow. Kann man dieser Blö... Danke. Sehr schnicke. Auch wenn der Schatten schon wieder viel zu kurz ist. Also irgendwie ist es wieder genau das. Guck mal hier. Wieder genau das gleiche. Guck mal hier. Hier. Ne? Wenn ich jetzt hier bündig hier an der Stelle bin. So. Müsste ich jetzt an der Stelle bei der Kabine gerade so die Sonne rüber blicken sehen. Aber die Sonne ist einfach mal viel tiefer. So da. Da hinten hinter den Wolken. So, und da ist die Wolke. Ah, das heißt, ich müsste ungefähr, der Schatten müsste ungefähr so ganz grob. Ganz, ganz grob. Bäh. Ja, also mindestens hier bis zu diesem Stein gehen, müsste der Schatten. Mindestens bis dahin. Ja. Naja. Weißt du was? Ich bin sogar drauf und dran, hier lang zu fahren. Guck mal. Für die 100%. Fahren wir jetzt mal hier lang. Und bleiben garantiert irgendwo hängen. War klar. Der Auflieger hat die Schaufel vom Bagger nicht mal berührt. Drecks-Alpha-Wände. Ich hasse dieses Gebiet. Du musst auch bei diesen ganzen Bergen mit dem Sand und so auch aufpassen. Weil auch da, sobald du irgendwo zu sehr auf den Berg rauf fährst, knallst du auch in irgendwelche Alpha-Wände. Ganz, ganz schwierig. Was haben wir hier einmal drumherum herum? Wenn man das gesamte Gebiet erkundet, dann sind wir ja den 100% schon mal mindestens 0,0003% näher. Ja, ist auch schon mal so. Ist auch schon mal was. Ja. 1000 Meilen. Ah, Mist, da vorne ist noch ein kleines graues Stücklein. Verdammt. Wobei wir müssen von der E nach rechts. Let's go! Und du hast das gesamte Gebiet hier ausgeleuchtet. Yeah, let's go! Irgendwo von rechts kommt kein Auto. Ja, los, fahrt doch mal. Leute, verpiss da. Sollen wir mal was gucken? Wir brauchen 18 Stunden. Wir haben 8. Wow. Also wir könnten jetzt direkt pennen gehen. Dann pennen wir jetzt einmal. Und dann haben wir immer noch genug Zeit, um nochmal zweimal pin zu gehen. Wenn wir in der Zeit, ne, wenn wir es in der Zeit schaffen. Also wenn wir gut durchkommen. Aber jetzt einmal pennen gehen, schaffen wir locker. That's not bad at all. Cool. Das heißt, die nächste Schlafgelegenheit gehört uns. Warum fahren die da vorne so langsam? Alter, hier 70 erlaubt. Was ist denn mal los mit dem? Vorne sind wieder schon enge Kurven. Nicht so knorke. Okay, echt schon eine Szenerie hier mit dem Sunset. Ah, jetzt ist gerade ein Baum da. Not bad.
So, wir müssten. Wirklich. Da vorne müssen wir. Nach links. Machen die Berge da vorne, Alter. Also hier ständig hier. Ich will Steine hier, aber ja, schön. Angstentflößend. Hier ist er letztens auf dem Freeway, habe 55 mph und hier dürfen wir auf so einer Kack-Nebenstraße 70 fahren. Das ist alles so dumm. Go straight on.
Weil doch so krass, ne, wenn man bedenkt, dass man mittlerweile selbst ohne Licht alles sieht. Also schon schnieke. Gerade wenn du auch so rausguckst, du kennst halt wirklich alles. Also das ist schon ordentlich. Da hat sich in der Version echt das Spielerlebnis dadurch drastisch geändert, dass sie das HDR-System eingeführt haben. Macht schon echt hart. Weil ich habe letztlich, ich habe ja, wie gesagt, auch eine Umgebung mit niedrigen Grafikeinstellungen. Und selbst da, weil das war halt vor der 48, also vor der jetzigen Version, 1.49, 1.48, eins von den beiden, war das ja wirklich kaum spielbar. Weil du hast halt in der Nacht, sobald du aus dem Laternenschein raus warst, und hast du ja nichts mehr erkannt. Und jetzt mittlerweile kannst du selbst bei niedrigen Grafikeinstellungen ohne externes Licht spielen. Macht die Sache schon definitiv enjoyable, leer. Go straight on. Digga, was ist hier für ein kilometerlanger Stau nochmal? Das ist ja schlimm. Jetzt fahrt davor nochmal. Ist grün. Los. Zack, zack. Fahrt doch. Ah, da vorne ist ein Bett. Können wir theoretisch gleich hinschmeißen. Auch wenn es da gerade schon eingewickelt aussieht. Egal. Jetzt hier kann man 70 fahren. Von euch. Fahren ja halt bis auf einen halben Meter auf mich auf. Die da vorne haben auch schon nur noch irgendwelche Flausen im Kopf. Ready to turn right. Turn right.
Dann würde ich mal sagen, sehen wir uns zur nächsten Folge dann wieder.